Hallo und willkommen. I'm Anna and today I'm going to tell you a story in German by the Grimm brothers. The Grimm brothers who wrote Snow White, Rapunzel, Hänsel and Gretel, all of these stories. And today I'm going to tell you one of them in German. Do check out my channel if you want to see more of these easy, comprehensible German stories. I'm going to switch to German now, so viel Spaß! Hallo, heute erzähle ich euch eine Geschichte von den Brüdern Grimm. Und diese Geschichte heißt Der Hase und der Igel. Ja, die Geschichte heißt Der Hase und der Igel. Los geht's. Also, es ist ein warmer Sonntagmorgen, die Sonne scheint und die Bäume singen, la 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 la, die Bäume singen und die Bienen summen, die Bäume singen und die Sonne scheint. Wie schön! Und Herr Igel steht vor seiner Tür. Er steht vor seiner Tür. Ich kann keinen Igel malen, aber gut. Das ist Herr Igel. Tut mir leid. Herr Igel steht vor seiner Tür und er atmet tief ein und atmet aus. Ja, er genießt die frische Luft. Das Wetter ist so schön. Das Wetter ist so schön. Und Herr Igel denkt, das Wetter ist so schön. Ich mache einen Spaziergang. Ja, ich gehe spazieren. Da, 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 da. Ich gehe spazieren, weil das Wetter so toll ist. Frau Igel ist im Haus und arbeitet. Ja, sie arbeitet in der Küche. Und Herr Igel geht spazieren. Herr Igel will zum Feld gehen, zum Feld. Herr und Frau Igel bauen Karotten an. Ja, sie bauen Karotten an. Und Herr Igel will gucken, ob die Karotten reif sind, ob sie fertig sind zum Pflücken. Ja? Und deswegen geht er zum Feld. Auf dem Feld, da trifft er den Herrn Hasen. Ja? Der Herr Hase und der Igel. Der Igel, der ist sehr freundlich, der sagt, hallo, guten Morgen, wie geht's dir? Aber der Hase ist sehr arrogant. Der sagt nicht guten Morgen, nein. Der Hase sagt, was läufst du hier im Feld herum? Und der Igel sagt, ich gehe spazieren. Spazieren? Lacht der Hase. Mit deinen kleinen Beinen? Du kannst doch kaum laufen. Und der Igel sagt, wetten wir, dass ich mehr machen kann mit meinen Beinen als du mit deinen? Der Hase, der lacht wieder. Was? Du glaubst, dass du schneller laufen kannst als ich? Ich glaube nicht. Und der Igel sagt, na gut, lass uns das doch testen. Wir können das testen und wir können gegeneinander um die Wette laufen.
Ja, wir können um die Wette laufen. Und dann sehen wir, wer schneller ist. Ich oder du? Wer ist schneller? Der Hase sagt, einverstanden, wir können um die Wette laufen. Und der Gewinner bekommt ein Goldstück, ja, ein Stück aus Gold und 10 Kilogramm Karotten. Komm, wir fangen gleich an. Aber der Igel sagt, aber nein, wir können nicht jetzt sofort anfangen. Nein, ich muss erst zurück nach Hause, denn ich muss gut frühstücken. Ja, ich brauche Essen. Ich brauche Essen. Ich brauche Energie zum Rennen. Also gut, sagt der Hase. Wir treffen uns in einer halben Stunde, ja, in 30 Minuten. In einer halben Stunde treffen wir uns hier am Baum. Da treffen wir uns. Okay, sagt der Igel. Der Igel geht zurück nach Hause und er erzählt seiner Frau, dass er mit dem Hasen um die Wette rennen will. Was? Bist du verrückt? Du willst mit dem Hasen um die Wette laufen? Aber der Hase, der läuft doch viel schneller als du. Ja, sagt der Igel, aber ich bin schlauer als der Hase. Ja, ich bin clever, der Hase nicht. Und deswegen werde ich gewinnen. Und wie willst du das machen? Fragt Frau Igel. Naja, ich brauche deine Hilfe. Ja, ich brauche deine Hilfe. Pass auf. Du ziehst meine Klamotten an. Du ziehst meine Klamotten an. Und dann versteckst du dich. Ja, du versteckst dich. Also, Hase und Igel, die laufen von dem Baum bis zu dem Fels. Sie laufen von dem Baum bis zu dem Fels. Und Herr Igel sagt zu seiner Frau, du musst dich verstecken hinter dem Fels, ja? Du versteckst dich hinter dem Fels. Und ich und der Hase, wir laufen von hier los. Und dann gebe ich dir ein Signal. Wenn der Hase schon fast am Fels ist, ja, fast am Fels hier, Dann kommst du hervor. Du kommst hervor, hinter dem Fels, hervor. Ja, oh, hallo, Frau Igel. Und dann rufst du, ich bin schon da. Ich bin schon da, also ich bin schon hier. Ich bin schon hier. Verstehst du? Und Frau Igel sagt, ja, klar, verstehe ich. Das ist eine gute Idee. Los, komm, wir gehen. Also, eine halbe Stunde später treffen sich Igel und Herr Hase hier am Baum. Und Herr Hase sagt, na, hast du gut gefrühstückt?
Und der Igel sagt, ja, ich habe jetzt Energie. Und Herr Hase sagt, gut, dann können wir ja endlich anfangen. Das wird sowieso nicht lang dauern. Nein, wir sind schnell fertig. Der Igel sagt, ich bin bereit. Und der Hase, der zählt. 3, 2, 1 und sie rennen los. Der Hase, der läuft los, aber der Igel, Herr Igel, macht einen Schritt und macht noch einen Schritt und dann dreht er sich um. Er dreht sich um und versteckt sich hinter dem Baum. Der Hase läuft und läuft und läuft und als er den Fels schon fast erreicht, er ist ganz nah, da hört er eine Stimme rufen, ich bin schon da. Das war natürlich Frau Igel. Frau Igel ist hinter dem Fels hervorgekommen, aber der Hase, der kann das nicht wissen. Der Hase denkt, das ist Herr Igel, nicht Frau Igel. Und er denkt, was? Das ist unmöglich. Wie ist der Igel schneller gelaufen als ich? Und der Hase sagt, komm, wir laufen nochmal. Und Frau Igel sagt, okay. Und der Hase, der zählt wieder, ja. 3, 2, 1. Und der Hase rennt zurück zum Baum. Und Frau Igel versteckt sich wieder hinter dem Fels. Und als der Hase schon fast hier am Baum war, da kommt Herr Igel hinter dem Baum hervor, kommt hervor und sagt, ich bin schon da. Das kann der Hase nicht verstehen. Was? Wie kann der Igel schneller laufen als ich mit seinen kleinen Beinen? Das glaube ich nicht, sagt der Hase. Komm, wir müssen nochmal laufen. Aber jedes Mal, kurz bevor der Hase den Fels oder den Baum erreicht, da hört er eine Stimme rufen, ich bin schon da. Am Ende, da ist er so müde, dass er einfach auf den Boden fällt. Aber Herr Igel ist froh. Herr Igel ist froh, denn er hat gewonnen. Er hat 10 Kilogramm Karotten und ein Goldstück gewonnen. Herr und Frau Igel gehen zurück nach Hause, um zu feiern, weil sie gewonnen haben. Aber der Hase, der liegt immer noch hier und schläft. Der Hase schläft immer noch und er träumt. Der Hase schläft und träumt. Und in seinem Traum, da hört er die Stimme des Igels rufen, ich bin schon da. Das war's. Das war die Geschichte der Hase und der Igel von den Brüdern Grimm. Kennt ihr diese Geschichte oder kennt ihr eine andere Version dieser Geschichte? Erzählt es mir unten in den Kommentaren. Wenn euch das Video und die Geschichte gefallen hat, dann drückt Gefällt mir und abonniert. Alles klar,
Tschüss.